Los geht's. Moinsen, ihr Mega-Leute. Ich grüße euch hier herzlich bei diesem wunderbaren neuen Teil von Warcraft 3 Reforged Kampagne. Wir zocken, ich glaube, immer noch mit den Orks, insofern die Kampagne jetzt noch nicht abgeschlossen ist. Wir waren letztens bei Teil 6, ich glaube nicht. Was ist neu? Ich habe jetzt mal diesen runden Filter vom Mikro weggenommen. Ich mache jetzt mal hier eine kleine Testrunde. Mich hat das ein bisschen genervt, dass irgendwie das Gesicht immer zum Teil weg war, dahinter verschwunden ist und irgendwie hatte ich auch nicht das Gefühl, dass die Mikrofonqualität dadurch deutlich besser wird. Ich hatte eher das Gefühl, wir müssen mal hier mal ein bisschen was testen, ne? Ob es vielleicht jetzt besser ist oder nicht. Und was ist noch neu? Ich habe festgestellt, die Soundausgabe vom Spiel, gerade die Stimmen, sind so leise, dass man es eigentlich kaum versteht, wenn man nicht mitliest. Richtig doof. Habe ich jetzt ein bisschen angepasst und ich werde auch den Ingame-Sound im Anschluss nach dieser kurzen Einführung etwas lauter machen, ja, Leute. Ungefähr, sagen wir mal, 10 bis 15%. So, was gibt es sonst noch so zu erzählen, bevor wir loslegen? Ja, im letzten Teil, ne, da hatte ich ja über den Monat Oktober geredet. Warum heißt das Oktober? Und jetzt ist natürlich die Frage. Was macht man als Typ, wenn man einfach allein abends eine Stunde Zeit hat und sich überlegt, was könnte man jetzt noch mit dem Tag anfangen? Natürlich denkt man darüber nach, warum heißen die Monate so, wie sie heißen? Und ihr könnt es euch sicherlich schon denken, ich habe jetzt tatsächlich ungefähr noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde hier vor Google gesessen und herausgefunden, im Namen der Wissenschaft, warum das so heißt. Ich habe mich gewundert, warum heißt September, also lateinisch Sept ist ja eigentlich die 7 September, obwohl es ja der 9. Monat ist. Warum Oktober, Okto, lateinisch 8, der 10. Monat? Und November und auch Dezember, ne? Dezember, DK, eigentlich die 10. Ja, Leute. Vielleicht sollte ich da mal irgendwann so ein paar extra Videos zu sowas drehen. Feier ich. Es ist tatsächlich so, dass das früher einfach der 7., der 8. und 9. Monat war im römischen Kalender. Ja, moin! Die Römer hatten scheinbar nur 10 Monate. Orientiert an den Jahresabschnitten. Also, was halt immer passiert ist, irgendwie, wenn die Schafe gehornt haben oder die Sonne besonders warm war, dann haben die einfach den Monaten den Namen gegeben oder die Jahreszeiten so benannt. Die Abschnitte des Jahres, wie es halt damals zur Natur gepasst hat. Ne? Tja, Leute. Und dann kam der große Knackpunkt, nämlich der Wechsel zum georgischen Kalender. Gregorianischen, Entschuldigung, gregorianischen Kalender. Und dann waren es plötzlich 12. Haha, aber die haben einfach den Namen gelassen. Ihr Moinsen, die haben einfach den Namen gelassen. Jo, was geht? Was geht? Tja, und damit sind wir dann bei dem Namen geblieben. Ich sag euch, die Welt ist doch verrückt geworden. So, jetzt Ingame-Sound erstmal an. Nee, machen wir hier mal auf schön. Machen wir es denn? Hier. Ja, mal, machen wir mal auf 25. Wir machen mal auf 23. Heute machen wir mal was ganz Wildes, machen wir auf 23. Prozent sozusagen. Und dann, Leute, wenn euch dieses Intro gefallen hat und ihr Bock habt, weiter Content von wissenschaftlichen Theoretikums, Theoretika zu hören, dann einfach hier liken, subscriben und die Glocke läuten. Ich würde mich freuen, Leute. Ich würde mich freuen. Dann seht ihr nämlich immer, wenn neue Videos rauskommen und mir hilft's. Und kommentiert einfach mal unten, ne? Einfach was reinschreiben, was euch so in den Kopf reinschießt. Was soll das? Warum ist der keine Bananen hier einfach auf dem Kanal? Nee, immer reinschreiben. Macht das bitte. Ich lache mir dann einen ab und freue mich. So. Und damit gehen wir einfach mal rein hier ins Game. Zack. Ich habe auch noch so ein bisschen das Overlay ganz leicht gedreht, ganz leicht gezogen, damit es ein bisschen größer wird. Ich hatte gestern kurz mal auf dem Fernsehen das Video eingeschaltet. Habe ich gesehen, okay, man könnte da noch so ein paar Millimeter rechts und links ziehen. Habe ich gemacht. Jetzt sieht man es auch in voller Größe. Leute,
Wie lang haben wir jetzt ein Intro geführt? 5 Minuten. Ist das geil, oder? Das liebt ihr doch. So, Kapitel 7, das Orakel. Kapitel 7, das Orakel. 20 Minuten später in den Höhlen des Steinkrallengipfels. Wir haben uns gemerkt vom letzten Mal, ne? Steinkrallengipfel, warte, ich lese nicht. Stone Talon Peak. Ja, genau. Schönes Wetter heute wieder draußen, ne? Was macht man, wenn die Sonne scheint? Zocken. Klar. Beste Zeit zum Zocken ist, wenn die Sonne scheint. Und irgendwann wird es dann Winter, dann wird es düster, regnerisch, schneich, schneeig, schneeig. Jo, da schneie ich auch mal richtig rein. Und da denkt man so, ja geil, wären wir doch mal rausgegangen. Naja. Sollten wir uns aufteilen? Nun gut, aber passt auf, Jüngelchen. Wer weiß, welche uralten Wesen in den Tiefen des Berges lauern? Verstanden, Kern. Viel Glück. Hocken dort nicht normalerweise irgendwie andere Orks oder Zwerge oder Gollum? Gollum hockt doch bestimmt hier im Berg. Der verfolgt es schon die ganze Zeit. So, wir haben zwei Orks, zwei Grunts, zwei Räuber und die beiden. Okay. Findet das Orakel ist. Okay, Ich ich bin muss gleich mal sagen, Moment. der Kriegshäuptling. Was? Okay. Ganz kurz. Ich liebe ja Maps, in denen man einfach eine Story verfolgt, ohne hier ein Lager aufbauen zu müssen. Wir hatten das jetzt x-mal, dass wir Lager bauen, aufbauen müssen, Einheiten produzieren, bla bla bla. Ich mag das eigentlich viel mehr, wenn man so durch Dungeons zieht. Gerade eben bei der Kampagne ist so geil gemacht. Jo, moinsen, moinsen. Jo, geil. Grüß dich. Na, heute frei? Oder? Die Geister sind Oder was geht? ruhelos. Für die Ehre. Lass mal gucken. Sieht man eigentlich den Chat im Game? Ja, geil. Ja, Streaming-Zeiten. Ich sag dir, das ist. Ich dachte mir so, wenn das Wetter so schön ist, dann muss ich direkt mal losstreamen. Ich zieh mal kurz hier den Thrall rüber, damit er dich nicht so blockiert. Nee. So, ein bisschen kleiner den Kollegen. Oh, zack. Ja, ich habe gerade Zeit. Jo, sitzt auf Arbeit, edel, ey. Richtig gut. Ja. Richtig gut. Oh, ein Heidrang. Das Inventar ist voll. Ja, im Endeffekt streame ich gerade, damit ich Videos aufnehmen kann. Eure Zeit ist gekommen. Ja. Niemand wird überleben. Heute Abend habe ich nämlich leider keine Zeit. Niemand wird überleben. Brillant des Vergessens. Was macht das? Nimmt einem Helden die erlernten Fähigkeiten. What? Also weiter. Ja, das ist ja wirklich un. Das ist ja lustig. Jo, wie sinnlos. Okay. Alles klar. Also weiter. Rolle der Heilung? Wollen wir eine Rolle der Heilung Die mitnehmen, anstatt Geister sind der Ogerstärke? Ja, komm. für die Ehre. Ja, warte mal, das können wir noch weglegen hier. So. Und Dabu. Jo, geil. Jo, geil. Okay. Und Dabu. Bro. Für die Ehre. Ich soll Ehren, Bro. Ah, göttlich, ey. Göttlich, ja. Und Wie das hier läuft. Direkt mal einen Heilzauber hinpacken. Bäm. Unverzüglich. feier ich. Tja. Was geht so? Was geht ab? Heute zum. Was ist denn heute? Freitag? Ja. Wisst ihr, wenn man. Bei mir ist immer jeder Tag gleich. Entweder arbeiten oder nicht. Was geht bei dir am Freitag? Für die Ehre.
Ah, geil. Oh, Für super. die Ehre. Wenigstens mal zur Abwechslung. Anderes. Mantel Intelligenz? Nope. Ist, warum kriegt man hier eigentlich als. Okay, vergiss. Jo! Geil. Geil. Komme ich dann drauf, dass wir ein Stärke-Hero sind? Wir sind natürlich ein Intelligenz-Hero. Für die Ist ja Ehre. logisch. Ah. Ich bin der Kriegshäuptling. Genial, ey. Gut, dass die Kollegen dich haben. Ist immer gut, wenn man jemanden hat, der sowas korrigieren kann. Hast du das so mit der. Mit. Hast du. Stark. Ja, stark. Hast du eigentlich. Hörst du den Ingame-Sound hier? Mich würde mal interessieren, ob der besser ist. Also, ob das, sage ich mal, gut ist. Ich habe das nämlich heute ein bisschen angepasst. Für die Ehre. Ob das zu leise, so zu laut oder dass man, ob man die Stimmen von den Ondabu. Orks hört. Stark. Okay, cool, danke. In dem letzten Video war nämlich die Stimmausgabe ein bisschen zu leise. Eure Zeit ist gekommen. Oh, hier einfach ein Gespenst drin gewesen. Cool. Zack, weg war Das sie. ist eine gute Wahl, Rolle ne? der Heilung? Kann Ich man doch bin eigentlich der nehmen. Kriegshäuptling. Ja. Großer Mana-Drang. Für die Ehre. Eure Zeit ist gekommen. Zack. Und Dabu. Direkt mal zwei Wölfe beschwören. Die Geister Kann man sind mal machen. los. Vier Schicksalshammer. Feuerkugel. Oh, das ist natürlich nice. Lockregal. Stärke lege ich weg. Feuerkugel nehme ich mit. Was gibt's hier schon wieder? Hey, ein Haufen Items. Also Sind wir denn weiter. hier im. Sind wir hier im Lager angekommen oder was? Hier geht es scheinbar richtig weiter. So viele Wege. Für die Ehre. Mal Niemand kurz wird zurückgehen. überleben. Ja. Hier war doch noch ein Gang. Für die Ehre. Gang. Kurze Heilung reinwerfen, Kollege. Be-b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 e
Oh, nice. Proviant der Intelligenz. Genau das Richtige für uns, wie wir jetzt Ja. gelernt haben. Oh, gleich Level 8. Edel. Die Ehre. Richtiger Edelheimer. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ondabu. Für die Ehre. Ja. Ondabu. Eure Zeit ist gekommen. Unverzüglich. Würde ich echt mal gucken, habe ich jetzt irgendwas auf dem Weg hierher verpasst? Das haben wir alle. Oh, ist so dunkel, ey, Wahnsinn. Müssten wir alles erledigt haben. Okay, weiter geht's. Ondabu, Oh, es geht. für die Ehre. Todesklagegeist, Level 9. Schick. Könnte man das Bild drehen? Nee. Kann man Screenshot. Ah, wobei. Hat das Screenshot-Potenzial? Nee. Das reicht nicht, Kollege. Da musst du ein bisschen mehr Quali bieten. Geht zu. Ja. Geht dir zu. So, Ich bin okay. Kriegshäuptling. Weggeballert. Ja, für die Ehre. Ja. Den werde ich mal lieber sehen. Oh, jo, ein Hit. Da war er weg. Ja, das ist ja krass, Skelettfürst. Starker Typ. Und der gefällt mir. Wollen wir da manchmal ein. Ah, da hätte ich einen Screenshot machen können. Verpasst. Egal. Okay, da droppt einfach nichts. Also, das ist fies. Verliestür. Niemand wird überleben. Nichts gedroppt, Für ey. die Ehre. Das ist schon frech. Ja. Okay, hier kommen wir dann hier runter. Hier geht es dann wahrscheinlich weiter. Wir Für die grasen Ehre. erstmal noch den Rest ein bisschen ab. Ja. Die Tür zur Schatzkammer ist verschlossen. Aha. Ondabu. Dann müssen wir die vielleicht doch. Müssen wir so eine Art Schlüssel aus dem Portal holen. Gucken. Gucke. Ah, Putzschlüssel. Da haben wir ihn ja schon. Ja. Ich bin der Kriegshäuptling. Salamandervisier. Für die Ehre. So, lecken wir erstmal Ja. was ab. Ondabu. Blutschlüssel. Dieser Schlüssel ist mit Blut verklebt. Die Geister sind ruhelos. Der gute alte Blutleim wieder. Ja. Ja! Ja! Ondabu, Schätze! für Gebt die mir die Schätze! Ehre. Ja! Nice! Ondabu. Krone der Könige. Ist ja geil. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall. Was war das noch hier? Rolle der Heilung. Das können wir eigentlich auch erstmal. Für die Ich baller Ehre. erstmal eine Rolle raus. Was Für gab's die noch? Ehre. Rolle des Schutzes. Rolle des Manas. Komm, ich baller das jetzt einfach alles raus. Wir brauchen Ondabu. sowieso eine. Ist doch jetzt auch Ja. Rille. So, zack. Geht immer mit. Ondabu. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Ja. Jetzt ab ins Portal. Für die Ehre. Ich bin Ashune, die uralte Prinzessin der Mondkinder. Niemand darf an mir vorbei, bis ich mein Herz wieder habe. Die Magie der Statue hat eine unüberwindliche Barriere geschaffen, was sie wohl mit ihrem Herz gemeint hat. Tja, was könnte das wohl bedeuten? Was ist das, ein Herz? Ich denke, sie. Also, das wird sicherlich. Irgendwas mit Romy zu tun haben und Spielkarten. Bin mir ganz sicher. Ja. Eine Frau, die von Herzen spricht, Ja. kann nur von Kartenspielen reden, ist klar. Alles andere Ondabu. wäre dann irre Für Vermutungen. Schicksalshammer. Unverzüglich.
Menschenexpedition, alles klar. Moinsen, wir sind's. Was? Was habt ihr? Guck mal, konnte ich den jetzt wegblitzen? Boah, blockiert, oder? Was machen denn die Menschen hier unten? Hier so alles trifft für Leute. Eure Zeit ist gekommen. Wer ist das? Hubert Zuchtmeister. Also weiter. Ja. Hubert Inzuchtmeister. Für die Meister. Aha, das sind Kollegen, die werden wir gleich mal rausholen. Aus dem Knast. Ja. Vier Stück. Haben allerdings weder Schadens- noch Rüstungsupgrades drauf. Na gut. Ich will mich nicht beschweren. Einem geschenkten Trollgaul schaut man nicht ins Maul. Hätte ich auch genommen, die Exit, bin ich ehrlich. Hätte ich mir gegönnt. Sobi-Maske. Oh, die erhöht auch irgendwie Mana-Reck, ne? Ja. Ja. Was soll ich tun? Überlegen, legen wir irgendwas ab für Mana-Reck. Brauchen wir eigentlich nicht. Ja, wobei HP-Rec ist. Na, mal gucken. Ondabu. Jo. Ja, das stimmt. Für die Ehre. Das hat sich tatsächlich angepasst irgendwie. Lass mal Heal rausballern. Heal rausballern und ein Wässerchen trinken gegen kratzenden Hals. Ich habe irgendwie einen Kaffee angepasst, ey. Guck dir das mal an, ey. Diese Augenringe, das ist ja wie damals, danke, Prost, wie damals zur Abi-Zeit, ey. Augenringe en masse. Geht gar nicht, ne? Naja. Ansonsten habe ich hier noch meine Mini-Kaffeemaschine stehen und drumrum irgendwie 100 kleine Mini-Dinger. Jo. Geil, danke. Geht. Geht schon. Ich hatte jetzt irgendwie eine leichte Erkältung die letzte Woche. Aber nur Kratzen im Hals, Husten und so ein Zeug. Also kann mich nicht beschweren, alles cool. Aber niemand wird überleben. So war das halt. Ja. Ne? Ging ein bisschen rum. Bei euch alles cool? Alle gesund geblieben? Oder? Ondabu, sonderbar. Ich habe in diesem Land doch bisher gar keine Schafe gesehen. Für einen Ork ist er ziemlich schlau. Eine Falle! Zu den Waffen! Slo! Jo, ja, das ist, glaube ich. Geht gerade übelst krass rum, also vor allem bei Kids und so. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ist logisch, ey. Immer diese Bengels mit ihren Krankheiten aus Akita. Ja. Ey, freut mich. Ja. Freut mich. Für die Ehre. Niemand, die Kinder, die sollen alle eine Maske tragen in der Kita. Kann es sein, ey. Die müssen alle geimpft werden. Und Maske. Kinder waren früher nie krank. Das gab's nie. Erst jetzt. Ah, oh, guck mal, hier wieder zwei Kollegen, die wir jetzt befreien. Ja! Kommt in meine Hände. Ich bin der Kriegshäuptling. Eure Zeit ist gekommen. Rolle der Auferstehung. Ey, was gibt's denn hier für einen Haufen Items? Ein Kind pro Erzieher. Ist richtig, ist richtig. Einzelerziehung. Privatkita. Das ist ja wirklich lustig, wie viele Items es hier gibt. Ja. Für die die Harpien haben das arme Geschöpf fast getötet. Sie scheinen hinter seinem Schatz her zu sein. Tötet sie alle, dann nehmen wir den Rest für uns. Mein Schatz. Go. Ich will den Drachen. Ah ja, den Drachen können wir auch noch besiegen. Okay, alles klar, wir müssen alle besiegen. Ah! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das ist unsere Kollege.
Ja, okay, dann ballern wir den halt weg. Ist mir doch egal. Das ist mir doch egal, Kollege. Ey, was soll denn das hier? Ich bin original Berlin. Berliner. Jo, der hält aber gut was aus. Und ciao. Für die Ehre. Herz von da haben wir es ja. Magisches Amulett beschützt. Das nehme ich besser an mich. Gucken wir noch mal kurz hier oben. Ein Portal. Für die Ehre. So, ein Herz. Dafür legen wir ab. Mantel der Intelligenz. So. Ja. Bringt das irgendwas noch? Nee. So, jetzt gehe ich aber erstmal ins Portal und schau mal, wo es hingeht. Ah ja, direkt hier runter. Ah ja, alles da. Beide Portale führen hierher. Euer Herz, Ashune. Erlaubt uns jetzt zum Orakel weiterzugehen. Gönn dir das Herz. Ja, offenbar ist das eine Art Phantombrücke. Doch der verzauberte Edelstein, der sie bewegt, ist nicht da. Mit etwas Glück findet Kern ihn für uns. Kern? Jo! Double Action. Lockregal Nogul. Plötzlich taucht Kern auf. Sehr geil gemacht. Zweite Gruppe. Wisst ihr, mit dem könnte ich natürlich dann noch die Items einsammeln unterwegs. Naja. Oh, dem habe ich dann Oh nein, oder? Das muss ja so dumm gewesen sein im letzten Video, dass ich dem Stärke-Hero das Intelligenz-Item gebe. Und dem Intelligenz-Hero die Stärke-Items. Fail! Ah, oh, geil. Mit Freuden. Genau. Der Schussammel. Pro Gameplay, das ist richtig hier. göttlich. Genau. Rolle der Heilung. Der Schussammel. Stellt euch und kämpft. Mit Freuden. Okay, es war auf jeden Fall erstmal gut, dass wir runtergegangen sind. Ishnupura. Ishnupura. Gesundheit. Ja. Das ist Taktik gewesen. Es gibt ja auch viele, die spielen vielleicht aus taktischen Gründen. Vielleicht spielen, um Zuschauer zu fesseln. Genau. Genau. Ich mag halt Herausforderungen, deswegen gebe ich falsche Items zu den falschen Leuten. Okay. Ist das hier der Sniper-Opfer-Altar? Ja. Genau. Komm, ich geh einfach rein, oder? Jo! Mit Freuden. Ah! Witzig gemacht. Ich hab satt, durch diese Höhlen zu kriechen. Schöner Slow für uns. Ups. Voll an der Stärke, nice. Gönnung. Stellt euch und kämpft! Pure Gönnung hier. Talisman ist entrinnen. 15%, alles klar. Nicht mit entrinnen oder flüchtiger Kämpfer stapelbar. Genau. Dodging. Das Inventar ist so, nehmen wir mal an, ne? Ishnupura. Warte mal. Stellen wir noch? Schussammeln. Okay, muss ich warten? Ja, passt. Mit Freuden. Das pisst doch hier. Mit Freuden. Ishnupura. Genau. Sehr hungrige Echse. Okay, die frisst einfach die. Aber ist das jetzt ein Gegner? Verzag nicht, Jüngelchen. Mit Freuden. Ich lass die mal hier ein bisschen machen. Die wird uns bestimmt was freiräumen. Ishnupura. Auch witzig gemacht wieder. Genau. Witziges Gimmick hier. Ishnupura. Genau. Aber die frisst doch auch bestimmt. Ja, die frisst das doch auf, selbst wenn ich nicht da bin, ne? Ich lass die mal ein bisschen arbeiten. Mit Freuden.
Müssen wir uns nur merken, dass wir da nochmal zurückgehen. Oh, ich sehe gerade, Thrall ist Level 8 geworden. Ja, kann nichts mehr lernen. Jo, Loser. Mit Freuden. Die Grube ist voller Stacheleber. Sie scheinen einen Edelstein zu bewachen. Das kann nicht unser Edelstein sein, das muss irgendein anderer sein. Können wir ignorieren. Ich sag's, können wir ignorieren. Mit Freuden. Der Schuschammel. Mit Freuden. Ja, Wissensfolian. 30 EP. Jo, das ist ja übelst viel, wenn man sich mal anguckt, wie viel wir eigentlich brauchen. Die Erdenmutter ist nah. Okay. Geist der Macht? Ist das eine Falle? Genau. Nee. Bing. Regelrecht oft gesprungen. Shushamen. Ishnupura. Mit Freuden. Das hier muss den Mechanismus der Falle aktivieren. Ach was. Ein schrecklicher Tod. Das ist ja geil. Mit Freuden. Genau. Okay. Ishnupura. Mit Freuden. Unter Gesundheit? Neues. Genau. Den gönnen wir uns mal. Ishnupura. Der sieht doch ganz nice aus. Ach, guck mal, das passt. Ja, das passt doch. Er hat ja eine Kerze auf dem Kopf. Warte. Immer so. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen ran und dann machen wir nochmal hier so. Ja! Ja! Gönn mir den Screenshot. In meinen Hals rein. Screenshot. Power, ey. Für die Ehre. Knollmann. Mit Freuden. Okay, komm. Genau. Jetzt mal ran hier an die Bulette. Alter, in meinen Hals rein, ey. Den Screenshot voll in den Hals. Rein im Schnabel. plus 12. Ishnupura. Gönnung. Bis zum Alter, das ist richtig bis zum Anschlag, ey. Meine alten Knochen schmerzen. Neashushamin. Juckt mich an der Schulter. Es geht. An der Schulter. Mit Freuden. So, jetzt haben wir ja, ne, diesen. Achso, wir müssen jetzt noch den Edelstein holen. Aber bevor wir das machen, ne? Schau dir mal, was unsere hungrige Echse, die stopft sich übrigens sogar die Bäume bis zum Hals rein. Genau. Macht. Mit Freuden. Mit Freuden. Aha, ja, fleißig. Oh, wie die Bäume fallen. Jo, es geht. Aha, und das Löwenhorn von Bodenwind. Und die Echse ist weg? Nein! Die Echse ist einfach verschwunden. Ishnupura. She just disappeared. Inventar ist voll. Genau. Ich habe schon mit den Hufen. Ein Sturm zieht auf. Erhöht die Rüstung des Helden und nahe verbündeter Einheit um 1. Nicht mit Hingabe Aura stapelbar. Okay, ist okay. Bin ich gut? Finde ich gut. Holen wir uns jetzt hier noch einen Edel. Genau. Das Edelschwein. Gut ist. So geil, oder? Dass die da eine Echse hinsetzen, einfach so programmiert haben, dass die einfach die ganzen Bäume wegfrissen und dann plötzlich einfach verschwindet. Genau. Muss ja auch noch so eine Idee kommen. Die Leute von Blizzard, ey. Das Inventar ist voll. Mit Freuden. Der Edelstein trägt eine Inschrift. Das ist der Phantomstein, der Steinkrallenschlucht. Es heißt, er soll die Phantombrücke aktivieren, die zum Orakel führt. Alter, IQ 200, sag ich. Wäre ich nie drauf gekommen. Stellt euch und kämpft! Genau. Ab ins Todesmoor. Das ist eine geile Unit, ey.
1620. Stärker als mein Hero. Gürtel der Gigantenkraft plus 6. Auch schon wieder was Geiles. Tja, HP. Müssen wir mal überlegen. Rüstungsaura ist natürlich zu geil. Talisman, Talisman. Weil wir kriegen ja durch den Gürtel auch wieder ab. Sturm zieht auf. Jo, die wurde richtig, richtig weggeext. Die wurde entehrt. Genau. Ich hab mich richtig geext. Mit Freuden. Gut. Ishnupura. Ah ja. Neashushamin. Genau. Ishnupura. Mit Freuden. Ach ja. Da kommt der Kriegs. Der Kriegsgolem aus der Wand. Mit euch. Da kommt der Kriegsgolem aus der Wand. Ja, wie bei hier The Last of Us 2, wo die Klicker aus der Wand rausfallen. Auch ein geiler. Ist auch eine geile Unit. Hatte ich auch schon einen Screenshot mit dem Typen. Ein sogenannter Wandgolem. Geisterschlüssel. Ey, was ist denn hier los? Das ist ja wirklich Itemhausen, ja. Itemhausen. Mit Freuden. So, Kollegen, die können sich mal heilen. Das Inventar ist voll. Da war ja noch ein bisschen rum. Ich nur Pura. Ja. Neashushamin. Neashushamin. Meine alten Knochen schmerzen. Diese Schlüssel hat fast keine Substanz. Mit Freuden. Wie wenn man so zum ersten Mal ins Fitti geht. Junge, du hast einfach keine Substanz. Moinsen! Können uns noch schnell die klauen? Zack. Mit Freuden. So, jetzt haben wir es doch. Mach Platz. Die Phantombrücke. Wie in den Legenden geschildert. Nun wird der Weg zum Orakel offenbart. Junger Kriegshäuptling. Yes! Ja. Abgeschlossen. Orks, ich wusste doch, dass wir verfolgt werden. Zu den Waffen! Halt! Ich dulde hier keine Gewalt. Diese Stimme. Ihr seid kein Orakel. Ihr seid der Prophet. Gut erkannt, Sohn von Durotan. Ich bin der Prophet. Da ich euch nun alle hierher geführt habe, werde ich euch verraten, was das Schicksal bereithält. Sohn von Sakrotan. Was ist hier los? Frau, das ist Jaina Prachtmeer. Jaina. Anführerin der Überlebenden von Lordaeron. Überlebende? Was redet ihr da? Die Invasion der brennenden Legion hat begonnen. Lordaeron ist schon gefallen. Und nun wollen die Dämonen Kalimdor unterwerfen. Nur gemeinsam, vereint gegen die Schatten, könnt ihr diese Welt vor den Flammen retten. Mit denen vereint? Seid ihr verrückt? Habt ihr mir denn nicht zugehört? Die Legion kommt, um alles Leben auszulöschen. Thrall, euer Freund Höllschrei steht bereits unter dem Einfluss der Dämonen. Bald ist es um ihn und euer ganzes Volk geschehen. Nein, Grommasch. Nein, lieber sterbe ich, als das zuzulassen. Dann müsst ihr ihn unverzüglich retten. Er ist der Schlüssel zu dem versprochenen Schicksal. Aber ihr werdet Hilfe brauchen. Wartet, das ist Irrsinn. Ihr könnt unmöglich erwarten, dass ich... Die Stunde der Wahrheit ist gekommen, junge Zauberin. Ihr müsst euch entscheiden. Wenn das Leben siegen soll, muss sich die Menschheit mit der Horde zusammentun. Tja. Heftigst. Gut. Würde ich sagen, haben wir das erstmal geklärt. Das war doch ganz witzig, durch den Dungeon dort durchzulaufen. Deine blauen Augen.
So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut und sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Zusehen und ich bleibe jetzt erstmal bei Twitch noch dran. Bis dann.